Andreas und Sabine Jordan sind überglücklich, denn ihr Jagdhund Eddie ist am Leben. Der 9 Monate alte Beagle ist dem Tod sozusagen von der Schippe gesprungen. Die Retter von der Berufsfeuerwehr Eisenach sind für Andreas Jordan richtige Helden. Alleine die Feuerwehr, dass da Hundebesitzer dabei waren, auch Hundeführer dabei waren, die wussten, in was für eine Situation ich stecke und haben mich da voll mitgenommen und haben sich auch gekümmert. Muss ich nur sagen, ich bin der Feuerwehr Eisenach, der Berufsfeuerwehr, sowas von dankbar. Hier unter der Werratal-Autobahnbrücke an der A4 hatte sich das Drama vor 6 Tagen ereignet. 2 Geocacher entdeckten in der Dämmerung den verletzten Jagdhund in 25 Metern Höhe in dieser Felswand. Eddie lag fast regungslos auf einem schmalen Vorsprung. Hätten die Jungs den nicht gefunden, hätte er die Nacht sicherlich nicht überstanden. Er wäre sicherlich an der Verletzung oder an der Kälte verendet. Der Rettungsdienst, wie der reagiert hat, dass er sich überhaupt so eingesetzt hat für einen Hund. Der Aufwand, der da getrieben wurde, oder die Maßnahmen, die da getroffen worden sind, kann man nur sagen, bravourös. Wir hatten an dem Tag Schneefall, es war glatt. Wir hatten erst versucht oder den Gedanken gehabt, oben über den Hang abzusteigen. Das wäre uns aber zu gefährlich oder kam uns zu gefährlich vor. Und dann haben wir gesagt, wir versuchen es mit der Drehleiter. Mit der Spezialleiter gelangen die Einsatzkräfte dann wirklich bis zu Eddie. Der junge Hund wurde beim Jagdtraining von einem Wildschwein angegriffen. Ein Hauer bohrte sich tief in seinen rechten Hinterlauf. So schleppte er sich an die Felswand. Die Handynummer seines Herrchens stand auf seiner gelben Hundeweste. So konnte die Feuerwehr den Tierbesitzer schnell erreichen. Wir hatten die Bedenken, wenn wir mit der Drehleiter an das Tier ranfahren, dass das Tier aufgeregt wird und eventuell sich bewegt oder noch der Klippe runterfällt. Und da hatten wir den Herrn Jordan mit in die Drehleiter genommen und Herr Jordan hat dem Tier zugesprochen, sodass wir die Möglichkeit hatten, nah genug ranzufahren. Und Herr Jordan selber hat das Tier dann oben in Empfang genommen. Er hatte angefangen und hatte mich erkannt und hatte meine Hand gelegt, so nach dem Motto, gut, dass du da bist, ich bin ja auch da. Da war dann so, ja, jetzt ist Eddie wieder da und jetzt gucken wir, dass wir schnellstmöglich zum Arzt kommen und werden ihn am besten versorgen. Ne? Eddie ist hart verpackt, hat die Verletzung schon gut verkraftet. Jäger Andreas Jordan will der Berufsfeuerwehr Eisenach auf jeden Fall noch einen Dankesbesuch abstatten. Gerade wenn man so sieht, was in letzter Zeit, dass die Rettungsdienste für, ja, ich sag schon bald, Gewalt entgegengebracht worden ist, ist auch mal gut, wenn man sagt, mal Dankeschön, gut, dass es euch gibt, was ganz wichtig ist. Es ist natürlich befriedigend, weil es ist ja unsere Arbeit, wir machen unsere Arbeit auch sehr gerne und natürlich ist es auch schön, wenn man mal auf diese Art und Weise die Arbeit wertgeschätzt bekommt. Eddie, über Stunden verschwunden und schwer verletzt von der Feuerwehr aus einer Felswand gerettet. Der Beagle hat mit seinen 9 Monaten also schon wirklich was erlebt. Seine bald anstehende erste Jagdprüfung ist dagegen wohl nur noch ein Kinderspiel.